Also, Vertrauensaufbau. Wir untergliedern den kybernetischen Vertrauensaufbau in 4 Sektoren. Ihr dürft mitmalen, wenn ihr Lust darauf habt. Sektor 1. Ich nenne ihn mal Sektor A, B, C und D. Das sind 4 syntaktische Werkzeuge. Das erste syntaktische Werkzeug, das Element, das ist das Werkzeug. Das erste syntaktische Element bezeichnen wir mal als Startsequenz. Das zweite, das könnte ein Gefühl oder ein Prozess sein. Ich erkläre gleich noch, was ich damit meine. C, sagen wir einen Volksglaubenssatz. Schnell mal hier wiederholen, die von gestern hier schön aufgepasst haben. Nenn mir mal einen Volksglaubenssatz. Wer hat ein Mikro und war gestern da? Barbara hat ein Mikro, war aber gestern nicht da. Sag mal einen Volksglaubenssatz. Genau, bring uns den mal. Geld macht nicht glücklich. Genau! Wer denkt das noch? Geld macht nicht glücklich? Hand hoch. Richtig, es gehören auch Immobilien, Gold und Edelmetalle dazu. Das ist genial. Frank, sehr geil. So, und ein Bestätigungstag. Habt ihr? Bestätigungstag. Das ist ein Schnipsel. Kommt aus der Programmiersprache, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin. Da werden auch viele Schnipsel zu einem Ganzen zusammengebastelt und dann gibt es sowas wie eine Website. Auf Deutsch Internetseite. Oder auf Deutsch elektronische Visitenkarte. Ist gut? So. Startsequenz. Eine Startsequenz einer sogenannten unbestreitbaren Wirklichkeit, die wir zum Vertrauensaufbau bilden, könnte zum Beispiel sein, ich blätter noch mal schnell zurück und wir schauen uns mal diese Startsequenz an. Da sagt der Verkäufer, ja, der letzte Winter war ja sehr gefährlich, oder? Und behauptet, der letzte Winter war sehr gefährlich. Dann kommt der nächste Verkäufer. Was hast du mich nochmal gefragt, Sebastian? Nachdem du hast gesagt, haben Sie das schon von Opel gehört? Haben Sie das schon von Opel gehört? Kann jeder lesen, ja? Ist deutlich genug? Es könnte aber auch Folgendes sein. Wir bedienen uns eines anderen Werkzeuges, nämlich, ich gebe hier nur mal eine Startsequenz, ja, das ist die einfachste, ja. Hier bedeutet es immer, es wird weitergesprochen, vermutlich. Und das benutze ich jetzt mal auf die beiden anderen Aussagen. Vermutlich haben Sie es mitbekommen, der letzte Winter hat Sie unter Umständen auch knallhart getroffen. Vielleicht sogar viel Energiekosten verursacht. Mehr als sonst. Oder? Ja, vermutlich. Oder? Vermutlich haben Sie es in den Nachrichten gehört. Opel hatte ja vor 6 Monaten ABCDE, will ich nicht weiter kommentieren. Ja, nicht wahr? Wir werden es gleich noch weiter anschauen. Und dass wir es uns weiter anschauen können, habe ich noch 2 Ideen. Und zwar, Geld macht doch sowieso nicht glücklich. Geld macht doch sowieso nicht glücklich. Und Nummer 2 wäre zum Beispiel, Sie, das ist ganz super, Sie sind doch auch immer
an Profit interessiert. Das ist nicht falsch, allerdings gibt es einen großen Unterschied. Viele Verkäufer arbeiten mit diesen sogenannten vertrauensaufbauenden Werkzeugen schon, mit den unbestreitbaren Wirklichkeiten, also Dinge, zu denen die Menschen, wenn man sie danach fragt, nur mit Ja antworten können, entweder verbal oder gedacht. Sogenannte Ja-Schienen. Und diese Ja-Schienen sind für den Verkauf sehr wertvoll. Allerdings haben sie einen entscheidenden Vorteil, wenn man weiß, welche Ja-Schiene besser funktioniert. Dann lässt man nämlich die herkömmliche, alte, plumpe, Suggestiv-Ja-Schiene, die lässt man weg und benutzt die hochwertige Ja-Schiene, die nicht als Ja-Schiene und Suggestivfrage identifizierbar ist. Und warum macht man das? Weil man weiß, warum das besser funktioniert. Und das schauen wir uns kurz an. Und zwar so plumpe Aussagen wie zum Beispiel: Geld macht doch sowieso nicht glücklich. Ist doch so. Ja, was machst du, wenn du jemanden triffst, der vielleicht anderer Meinung ist? Hast du Pech. Noch viel schlimmer ist es: Sie sind doch auch wie ein Unternehmer, der immer an Profit interessiert ist, oder? Da wird's richtig schlimm. Nein, ich habe mein Unternehmen extra gegründet, um mal richtig geil pleite zu gehen. Was denken Sie denn? Natürlich! Oder Sie sind doch bestimmt auch ein Unternehmer, der immer wieder Neuem aufgeschlossen gegenübersteht, weil er weiß, da entwickelt sich was. Nein, ich wähle absichtlich das verbrauchte Wissen. Damit verdiene ich besonders viel Schotter. Das sind Suggestivfragen. Du kannst nämlich nicht mehr Nein sagen, obwohl die Möglichkeit bestünde. Sagst du Nein, machst du dich zum Obst und unterstreichst deine Imperfektibilität und möchte das irgendeiner hören? Natürlich nicht. Genauso könntest du fragen: Stimmt, Kühe fliegen doch nicht, oder? Hat sich das auch schon bis nach Berlin rumgesprochen? Was macht mich also an? Sind es die Fragen, wo ich immer noch das Gefühl habe, entscheiden zu können, egal wie ich antworte, ich verliere nicht mein Gesicht und werde sogar noch an meinen stärksten Gefühlen und Motivatoren berührt? Oder ist es eher die vertrauensbildende Suggestivfrage: Sie sind doch auch ein Unternehmer, der Gewinn machen möchte. Ja, wenn ich jetzt Ja sage, muss ich ja einen Termin geben. Dann kann ich ja nicht mehr raus. Also sage ich lieber: Ja, wissen Sie was? Haben wir schon. Brauchen Sie gar nicht weiterzureden. Dann kann ich mir das sparen. Ja, wenn Sie mehr, kommen Sie mal zum Punkt. Und so weiter und so fort. Da provoziert man natürlich Probleme. So, also entscheiden wir uns für eine intelligentere Form des Vertrauensaufbaus. Entscheiden uns für eine intelligentere Form der unbestreitbaren Wirklichkeit. Weg von der profanen Suggestivfrage hin zur Suggestivfrage, die keine ist, weil sie von Vorannahmen lebt und Glaubenssätze bedient. Okay.